160 Gendarmen umstellten den Bauernhof in Geisenhofen, in dem sich Kneißl versteckt hatte. Die Gewehrkugeln der Polizisten durchschlugen Türen und Fenster des Hofs, bis Kneißl schwer verletzt niedersank. Der Vater war ein notorischer Verbrecher, die Mutter saß wegen Hehlerei ein. Kneißl lernte so das Räuberhandwerk im Elternhaus, in der nicht nur mit Mehl, sondern auch mit Diebes- und Hehlerware gehandelt wurde. Matthias Kneißl wurde am 12. Mai 1875 in Glonntal geboren und seine Familie führte eine einladende Gastwirtschaft, bekannt als der Paschkalini-Wirt. Die Mutter, eine lebendige und mitreißende Persönlichkeit, beherrschte die Ziehharmonika meisterhaft und brachte mit ihrer lebhaften Musik die Gäste zum Lachen und Mitsingen. Doch während die Stimmung in der Gaststätte stets fröhlich war, begann der Ruf des Ortes zu verblassen. Gerüchte über unerlaubte Aktivitäten wie Wilderei und Hehlerei machten die Runde, was dazu führte, dass die Einheimischen fernblieben und nur der Dorfpolizist regelmäßig vorbeischaute. Trotz ihrer Bemühungen brachte die Gastwirtschaft nicht genug Geld für die große Familie ein. Die Mutter griff oft zur Jagdwaffe, um die Vorräte aufzustocken, und sogar Matthias und sein Bruder Alois halfen beim Jagen. Beide Jungen waren geschickte Jäger, die in der Schule jedoch Schwierigkeiten hatten. Der Lehrer fand, dass Matthias ein aufmüpfiger und unwilliger Schüler war, und es hieß sogar, dass er für eine Besserungsanstalt geeigneter sei. Doch Matthias hatte ein anderes Talent. Er konnte die Ziehharmonika hervorragend spielen und brachte damit die Erwachsenen zum Lachen und Staunen. 1886 tauschten die Kneißls das belebte Wirtshaus gegen die abgelegene Schachermühle, umgeben von dichten Fichtenwäldern. Trotz Versuchen, das Familienleben durch eine Taverne und handwerkliche Arbeiten zu unterstützen, brachte die Mühle nur geringe Einnahmen. In der örtlichen Schule in Sulze-Moos hatten Matthias und sein Bruder erneut Schwierigkeiten. Der Lehrer beschrieb die beiden als auffällig faul und nachlässig. Um den Lebensunterhalt zu sichern, ergänzten sie das Einkommen der Familie durch riskante Aktivitäten wie Wilderei und den Handel mit Kriminellen aus der Umgebung. So überfiel im Sommer 1892 Mutter Therese Kneißl und Vater Matthias Kneißl die Wallfahrtskirche in Friedberg, bewaffnet und auf der Jagd nach kostbaren Schätzen wie einem strahlenden goldenen Kelch und wertvollen Gegenständen. Doch als die Polizei eingriff, wurde Matthias Kneißl beim Fluchtversuch schwer verletzt und verstarb später im Gefängnis. Therese Kneißl wurde wegen Hehlerei zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt und ihre laute Anschuldigung nach der Verhaftung war: Sie haben ihn umgebracht, die elenden Verbrecher. Nach dem Tod der Eltern standen die Kinder allein da. Die 16-jährige Katharina übernahm fürsorglich die Betreuung ihrer Geschwister, während sich die Brüder Alois und Matthias durch Wilderei um Essen kümmerten. In dieser Zeit begab sich der erst 15-jährige, kaum kniehohe Alois auf einen finsteren Pfad. Mit seinem 17-jährigen Komplizen Josef Schreck beging er wiederholt Wilderei, Plünderungen und Einbrüche. Alois griff rücksichtslos zu seinen Schusswaffen. Sein Bruder Matthias beteiligte sich anfangs noch nicht an diesen kriminellen Machenschaften. An einem trüben Wintermorgen im Jahre 1892 machten sich 2 Polizisten auf den beschwerlichen Weg zur abgelegenen Schachermühle, beauftragt, die Brüder Alois und Matthias Kneißl zur Sonntagsschule zu bringen. Als sie das bescheidene Heim betraten, hallten 2 Schüsse wieder. Einer traf den Polizisten Georg Förtsch am Handgelenk, während der andere eine Ohrmuschel durchschlug. Ein 3. Schuss zielte auf den Polizisten Balthasar Göswein und traf ihn schmerzhaft im Unterleib. Panik ergriff die Szenerie, als Alois und sein Kumpane Josef Schreck die Treppe hinabstürmten. Schreck hob sein Gewehr und bedrohte den am Boden liegenden Göswein. Doch sein Schuss verfehlte sein Ziel. Katharina Kneißl zusammen mit dem verletzten Polizisten Förtsch und einem Gast leistete erste Hilfe bei Göswein und eilte mit der Kutsche zur medizinischen Versorgung nach Odelshausen. Doch bereits am nächsten Tag wurde Alois Kneißl gefasst, Schreck einige Tage später und Matthias Kneißl wurde nach 2 Wochen mit einem Gewehr
und seiner geliebten Ziehharmonika aufgegriffen. Am 23. Juni 1893 fiel das harte Urteil. Matthias wurde wegen Mordversuchs, Diebstahls, Raubs, Hehlerei, Bedrohung und eines Jagdvergehens zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Josef Schreck bekam 12 Jahre und 9 Monate, während der damals erst 16-jährige Alois Kneißl als Haupttäter zu einer harten Strafe von 15 Jahren Haft verurteilt wurde. Sein Leben fand ein tragisches Ende im Gefängnis in Laufen, wo er an Schwindsucht verstarb. Nach seiner Freilassung wurde Matthias aus dem Gefängnis seelisch und körperlich gezeichnet. Er versuchte, ein ehrbares Leben als Schreiner in München zu beginnen, doch die Stadt verweigerte ihm das Aufenthaltsrecht. Trotz seiner Bemühungen fand er kurzzeitig Arbeit in Nussdorf am Inn und später in Allach. Doch seine Vergangenheit holte ihn immer wieder ein, seine ehrliche Arbeit konnte das nicht ändern. Währenddessen verliebte sich Matthias in Mathilde und träumte von einem Neuanfang in Amerika. Doch ein zwielichtiger Mann namens Erhard Holzleitner lockte ihn mit einem vermeintlich sicheren Raubüberfall in Niederbayern, wo gefahrlos 50.000 Mark zu holen waren. Matthias war verführt von der Idee, all seine Probleme auf einen Schlag zu lösen und mit Mathilde ein neues Leben in Amerika zu starten. Er griff erneut zu kriminellen Mitteln und holte sein Jagdgewehr aus seinem Kleiderschrank. Nach dem ersten gescheiterten Einbruch überfielen sie ein Bauernhaus, woraufhin Holzleitner wegen Mordes an einer Prostituierten verdächtigt wurde. Um sich zu entlasten, beschuldigte er Matthias so schwer, dass eine Suchaktion nach ihm begann. Dies führte zu Matthias' Flucht in die Wälder und er landete beim altbekannten Bauern Michael Rieger. Doch bedauerlicherweise verriet dieser Matthias an die Polizei, um die 400 Mark Belohnung für seine Ergreifung zu holen. Es kam zu einer großen Schießerei mit Polizisten und Matthias erschoss die 2 Beamten mit seinem Gewehr. Die Polizei erhöhte die Belohnung für seine Ergreifung und eine intensiv geführte Fahndung begann. Bei der Belagerung seines Verstecks in Geisenhofen wurde er von über 60 Polizisten umzingelt und es kam zu einer dramatischen Auseinandersetzung, die rund 1 Stunde dauerte. Durch mehrere Kugeln schwer verletzt wurde Matthias gefangen genommen und nach langer Behandlung als verhandlungsfähig angesehen. In einem hochumstrittenen Prozess verurteilten ihn die Geschworenen zum Tode. Am 21. Februar 1902 wurde Matthias hingerichtet. Seine Mutter kaufte seine Leiche frei, um eine anatomische Untersuchung zu verhindern, und Matthias fand seine letzte Ruhe auf einem katholischen Friedhof in Augsburg. Lieder, Gedichte und Filme hielten die Legende von Matthias Kneißl am Leben, während das Volk ihn als eine Figur der Gerechtigkeit und des Widerstands in Erinnerung behielt. Vielen Dank fürs Zusehen und um keine weiteren spannenden historischen Ereignisse wie diese zu verpassen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren,